Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. Wir sind am Start heute mit der dritten Episode und es geht unter anderem im ganz, ganz wichtigen Duell, für euch zumindest im Prestigeduell gegen RB Leipzig. Das Spiel, das ja gerade in Realität für ordentlich Aufsehen gesorgt hat, jetzt hier im Karrieremodus. Und ich hoffe, es wird eine richtig geniale Episode. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir haben Transfer Deadline Day und dementsprechend gehen wir mal zu den potenziellen Transfers, die wir noch machen werden. Checkt die Videobeschreibung aus, würde mich darüber freuen. 6% Rabatt bei IG Vault, die könnten wir auch sehr, sehr gut bei Marcelo Brozovic gebrauchen. Allerdings ist der gar nicht verkäuflich, denn der ist erst vor kurzem zu Inter Mailand gewechselt. Corentin Tolisso ist die zweite Variante, die kostet angeblich 38 Millionen, ich biete mal 25. Wir haben nicht so viel Zeit, aber es wäre auf jeden Fall ein vernünftiger Transfer, hat ordentlich Potenzial und ist ein guter Spieler. Und ihr habt euch für Timo Horn entschieden im Tausch mit Bürki und 8 Millionen für den ersten FC Köln. Sehr, sehr geiler Spieler, guter Tor, mit ordentlich Potenzial, hat war letztes Jahr auch schon im Karrieremodus. Ich denke mal, das ist eine richtig gute Wahl. Unten drin ist übrigens auch Merchandise, was ihr hier sehen könnt. Und natürlich meine Social-Media-Kanäle, Instagram und Twitter, auch gerne mal vorbeischauen. Kostet ja nichts, genauso wenig wie diesen Kanal zu abonnieren. Und hier kostet uns doch etwas was, und zwar Corentin Tolisso. Aber Lyon hat angenommen für 25 Millionen. Das ist eine ganze Stange günstiger, als er eigentlich sein sollte mit seinen 38 Millionen. Wichtiger Stammspieler wäre er. Ich bin sehr gespannt, was wir aus dem machen können. Und passenderweise kommt jetzt das Angebot für Gonzalo Castro reingeflattert. Da wollen wir ein bisschen mehr haben, weil wir brauchen ja ein bisschen auch Backup-Spieler. Und vor allem für die Champions League ein paar zur Rotation. Corentin Tolisso hat aber akzeptiert. Und dementsprechend haben wir einen neuen, richtig genialen, talentierten Spieler in unserem Kader. Guckt euch diese Werte an. Das heißt natürlich nicht, dass wir Rajan Nainggolan im Winter nicht trotzdem holen. Aber nichtsdestotrotz ist es definitiv eine gute Verpflichtung, diesen Kollegen hier im Kader stehen zu haben. Kann alle Positionen im Mittelfeld, denke ich mal, bekleiden. Hat sogar 75 Abschluss, mehr als mancher Stürmer. Das ist schon richtig, richtig nice. Insgesamt haben wir bisher 1400 Likes ungefähr auf diesen Episoden zusammen. Vielleicht schaffen wir heute alleine mal wieder so um die 800, 900.000 Likes. Ich würde mich drüber freuen. Lasst den Daumen nach oben da, ihr wisst, was für eine großartige Unterstützung das ist. Und jetzt gucken wir uns nochmal unseren Kader genauer an. Tatsächlich sind wir auf jeder Position doppelt besetzt, wenn wir Starke als Mittelfeldspieler zählen und Castro eben nicht verkaufen. Allerdings, ja, Atletico hat sowieso anscheinend keine Kohle mehr und das ist auch nicht sonderlich schlimm. Und eine Stunde vor Schluss bekommen wir noch Angebote. Ramos hätte ich gerne an HSV verkauft für 9 Millionen, aber das Angebot kommt leider zu spät, die werden nicht mehr verhandeln können. Bender hätte ich auch für das Geld nicht an Sevilla verkauft. Und dann haben wir noch das Angebot für Castro, was wir aber auch ablehnen, weil Atletico uns nicht mehr entgegengekommen ist und damit sind wir durch. Dolberg haben wir übrigens, wie ihr gesehen habt, nicht geholt, dafür haben wir jetzt noch Ramos. Das liegt ganz einfach daran, dass ihr schon recht hattet, der ist zu Mainstream. Bayern hat Pizzi geholt und Martin ist verkauft. Oh, mal sehen, das ist unser ärgster Konkurrent, das wissen wir alle. Und ich bin gespannt, wie das mit denen laufen wird. Wir gucken uns Max de Witt an, unseren Jugendspieler. Und der ist ziemlich kacke. War der Einzige, der gut war und jetzt sieht er nicht mehr gut aus. Wir machen übrigens drei Spiele. Champions League gegen Man United, Liga gegen Leipzig davor und danach noch gegen Darmstadt 98. Das Ganze simulieren wir. Emre Mor mit einem A, ansonsten die Ergebnisse. Wir haben alles dabei heute. A, B, C, D, F. Geil. Nach dem enttäuschenden Auftakt in die Saison für den BVB gegen Mainz 05 heißt es heute gegen RB Leipzig selbstverständlich Punkte mitnehmen für die Schwarz-Gelben beim Aufsteiger, dem finanzstärksten vielleicht in der Geschichte der Bundesliga, der natürlich aber auch heute weiter in die Liga gut reinkommen möchte, mit vielen, vielen Fans diese wunderschöne Choreo hier aufführten. Das ist ja kein Problem in Leipzig, die finanziellen Mittel sind der Fanszene definitiv zur Verfügung gestellt, allerdings auch die Dortmunder Fans mit einer wunderschönen Choreo. Viele mitgereist aus dem Pott in ja, die neue Bundesliga-Stadt nach Leipzig, um ihre Mannschaft siegen zu sehen. MGT hatte vor der Partie gesagt, dass es eine ganz, ganz schwere Aufgabe werden würde gegen diese gut gestaffelte Defensive und vor allem auch diese starke Offensive mit den vielen jungen und vor allem spielwitzigen Spielern. Allerdings sollte einer das Ganze verhindern und zwar Timo Horn. Er ist der neue Torwart beim BVB, die neue Nummer 1, auch wenn die Rückennummer das noch nicht suggeriert, und soll heute direkt mal von Anfang an im Kasten stehen. Bei Leipzig Gulaschi, Schmitz, Kompair, Orban und Halstenberg, Demme und Ilsanker auf der Doppel-6, davor vor Forsberg, Berg und in der Sturmspitze Quirke und Timo Werner. Die beiden Neuzugänge von Stuttgart bzw. Kayserispor aus der türkischen Liga. Quirke ist momentan kamerunischer Nationalspieler und soll dementsprechend mit seiner Qualität in der ersten Liga den Leipzigern weiterhelfen. Auf der anderen Seite bei Dortmund sehen wir bereits einige interessante Spieler, unter anderem Startelfdebüt für Christian Pulisic in dieser Saison. Der US-Amerikaner darf zum ersten Mal ran und das neben Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang. Hinten drin Timo Horn, davor Piszczek mit Sokratis, Ben
Bender und Schmelzer, Weigel, Götze und Karlström zentral Mittelfeld und dann die eben genannten drei von der Tankstelle in der Offensive. Das heißt, geballte Offensivkraft bei BVB, vor allem mit einer Menge Tempo verbunden, aber auch einer Menge spielerischer Klasse und natürlich einem Aubameyang, der im ersten Spiel bereits getroffen hat, allerdings noch nicht ganz in Form ist und das heute im Idealfall ändern möchte. Marco Reus ebenfalls erfolgreich gewesen, dann fehlt hier eigentlich nur noch einer und das ist Christian Pulisic, aber wir springen rein in die Partie und schauen, was unter der Leitung von Heimo Wasserschneider den Dortmunder bzw. natürlich auch den Leipzigern heute so gelingen wird. Übrigens, im Hintergrund, die Fans sind automatisch nicht zu hören, denn es gab Soundprobleme in der Arena und dementsprechend können wir da leider nichts gegen machen, sondern wir müssen das ganze Spiel hier ohne den Ton kommentieren. Sie hören nur den Kommentator. Wir springen rein und die erste Szene ist gleich mal eine ganz interessante. Pierre-Emerick Aubameyang mit dem Ball auf Pulisic, der ist nicht gedeckt. Christian Pulisic, 1-0. 6. Spielminute und der Führungstreffer für den BVB. Der junge US-Amerikaner direkt mit seinem ersten Tor und damit die gesamte Dreier-Offensivreihe des BVB bereits erfolgreich in dieser Saison. Das macht Aubameyang da klasse, wartet auf den richtigen Moment, um Pulisic anzuspielen und keiner ist beim jungen rechten Flügelspieler, der sich ausnahmsweise mal auf die linke Seite schob, heute den Vorzug gehalten von Ousmane Dembélé und er verzahlt sein Vertrauen direkt an MGT mit diesem Führungstreffer nach gerade mal 6 gespielten Minuten zurück. Hier sehen wir nochmal wunderbar, erst in Richtung Aubameyang gelaufen und dann einfach den Freiraum genutzt. Schöner Abschluss und schönes Tor durch Pulisic. MGT freute das selbstverständlich, es ging genauso weiter. Hier sehen wir die Pose, ich habe ihn aufgestellt, ich habe diesen Jungen die Startelf beordert und auch Marco Reus und der hatte die zweite Chance, Gulaschi hier mit einer klasse Parade, aber Leipzig schwamm hinten und das nicht zu knapp. Der BVB, die deutlich bessere Mannschaft, hat das Spiel komplett im Griff, wieder Marco Reus freigespielt von Aubameyang, aber haut diesen Ball hier mit links über den Kasten von Gulaschi hinweg. Trotzdem gab es weitere Gelegenheiten für den BVB. Christian Pulisic aus der Distanz abgewehrt, der Ball kommt zu Piszczek, Piszczek und Gulaschi mit einem Wahnsinnsreflex hält nach 22 Minuten das 0-1 fest. Wir sehen es in der Wiederholung. Reus scheitert zunächst noch und dann ist es eigentlich eine sichere Sache für Piszczek. Aber irgendwie schafft es Gulaschi, diesen Ball mit der rechten Pranke ins Aus zu befördern. Feuert seine Mannschaft an. So geht es natürlich nicht. Aber es ging weiter mit dem BVB. Castro mit einem schönen Versuch aus der Distanz. Da hat gar nicht so viel gefehlt. Auf jeden Fall eine schöne Flugkurve, die der Ball da nahm. Der ehemalige Leverkusener mit einem klasse Versuch war einer der aktivsten und auffälligsten auf dem Platz beim BVB. Und MGT ärgert sich hier, dass dieser Ball nicht ins Tor gehen wollte. Wir schauen direkt nochmal auf die Wiederholung. Castro, der war nicht ganz zufrieden damit, dass dieses Ding nicht reinflog. Ein bisschen platzierter in die Ecke, ein bisschen tiefer. Dann wäre das ein Kandidat fürs Tor des Monats gewesen. Von Leipzig kam bis kurz vor der Halbzeit nichts. Und dann Timo Werner mit dem Pfostenschuss. Damit ging es dann auch in die Halbzeit. Die einzige offensive Aktion des Aufsteigers in der ersten Halbzeit. Aber Timo Horn bis dato nicht geprüft. Und dementsprechend ein 1-0 zur Halbzeit, mit dem die BVB-Fans auf jeden Fall zufrieden waren. Emil Forsberg, von ihm hatte man noch nicht so viel gesehen. Von Marco Reus ebenfalls nicht. Die beiden aktivsten Akteure in der Offensive beim BVB waren definitiv Pulisic und Aubameyang zusammen mit Gonzalo Castro. Und es gab zur Halbzeit dann, ja, interessante Änderungen in der Taktik von RB Leipzig, denn die spielten plötzlich komplett offensiv. Werner mit dem ersten Versuch, das nach gerade mal 6 gespielten Minuten in Durchgang 2. Timo Horn muss erstmals eingreifen, macht das auch gut und hält das 1-0 für seine Borussia fest. Auf der anderen Seite mal ein Eck bei Marco Reus und da kommt Sokratis angeflogen, aber Gulaschi ist auf dem Pfosten. Die beiden Torhüter machten ein sehr, sehr gutes Spiel. Wir sehen hier gleich nochmal in der Wiederholung, nachdem wir sehen, dass der Konter nichts wird, wie Sokratis sich freiläuft, ungedeckt zum Kopfball kommt. Aber im Endeffekt kein Problem und ein bisschen zu zentral auf den Mann. Aber der BVB machte weiter und das in Person von Christian Pulisic. Wieder Zusammenspiel mit Pierre-Emerick Aubameyang und wieder lassen sie ihn durchlaufen. Und das darfst du nicht machen. Er wollte und er machte es einfach. 2-0, 74. Minute, der Doppelpack für den US-Amerikaner. Und wie, das war absolut genial gespielt. Wieder vom Gabuna und dem jungen rechten Flügelspieler, der heute eine absolute geniale Partie ablieferte. Und die ganze Mannschaft feiert mit Christian Pulisic, genauso wie die Fans. Und das zu Recht. Wunderbar, der Doppelpack. Pass und wieder genau im richtigen Moment der Ball von Aubameyang und dann ist der Schuss zu wuchtig für Gulaschi, der nicht mehr abwehren kann, obwohl er nicht platziert war und es steht 2-0. Ganz, ganz wichtiges Tor natürlich für den BVB, denn somit hat man zumindest die Drangphase der Leipziger überstanden und hat natürlich einen 2-Tore-Vorsprung, den man nicht so leicht aus der Hand geben kann. Leipzig wirkte geschockt, gerade weil dieser Pulisic mit seiner Spielfreude einfach zu überzeugen wusste, versuchten es nach vorne und dementsprechend gab es Räume für den BVB. Christian Pulisic wieder im Zusammenspiel mit Pierre-Emerick Aubameyang und dann hat er viel zu viel Platz. Willi Orban kommt nicht hinterher. Christian Pulisic mit seinem dritten Tor, der Hattrick
nach 80 Minuten. Er spielt das Lied der Borussia und das war einfach nur genial gemacht. Wieder Aubameyang und Pulisic, die beiden harmonierten perfekt in der Offensive. Marco Reus war kaum zu sehen. Aber was braucht man einen Reus, wenn man einen Pulisic hat, der dreimal netzt? Unfassbar. Der jüngste Hattrick-Schütze in der Geschichte der Bundesliga. Gulaschi alleine gelassen von seiner Hintermannschaft. Am zweiten Tor nicht unschuldig, aber ansonsten bei den Toren machtlos. Und Pulisic und der BVB können sich einfach nur freuen. Das war seine letzte Aktion. Er ging dann runter im Remor, kam für den Amerikaner in die Partie. Und der wurde natürlich gefeiert. Sowohl vom Coach, als auch von der Bank, als auch von den Fans und Mitspielern und allgemein allen hier im Stadion. Das war einfach eine geniale Leistung im Remor. Konnte sich dann nochmal auszeichnen. Allerdings kam tatsächlich RB Leipzig nochmal nach vorne. Fehler im Aufbauspiel des BVBs. Und dann ist der Ball bei Marcel Sabitzer. Und plötzlich steht die Defensive des BVB mal gar nicht gut. Forsberg im Zusammenspiel mit Quirke. Und dann kriegt er den Ball zurück. 1-2 und 3-1 nur noch. 89. Minute. Natürlich nur Ergebniskorrektur. Aber ein schöner Schuss von Emil Forsberg zum Anschlusstreffer. Beziehungsweise zur Ergebniskosmetik, wie wir gerade gesagt haben. Das Zusammenspiel war auf jeden Fall beachtenswert. Er spielt den Ball selber auf Leonardo Kulke und der mit der Hacke direkt in den Lauf des Schweden und da ist niemand mehr da. Direkter Abschluss ohne Annahme. Horn ist machtlos und bleibt dementsprechend in seinem ersten Spiel nicht zu null. Allerdings machte es keinen großen Unterschied mehr, denn danach war relativ zeitig Schluss. Der BVB gewinnt also mit 3-1 das zweite Spiel der Saison gegen den starken Aufsteiger aus Leipzig. Die Mittel, die finanziellen, haben den Leipziger nicht geholfen in diesem Topspiel und MGT kann nach seinem ersten Unentschieden gegen Mainz 05 die ersten 3 Punkte und den ersten Dreier in der Bundesliga verbuchen. Bei RB muss gerade defensiv noch einiges abgestimmt werden und der Man of the Match ist natürlich Christian Pulisic. 3 Tore mit 5 Schüssen, unglaublich gute Leistung und so wird er definitiv in einen Zweikampf eintreten mit Ousmane Dembélé. Wir werden sehen, wer in der Champions League spielen wird und wir werden sehen, wer in den nächsten Wochen beim MGT bevorzugt wird. 3-1 trennt sich der BVB auswärts von Leipzig. Das war mal eine ordentliche Ansage von Christian Pulisic. Hattrick gemacht und sich damit erstmal in die Startelf geschossen. Das kann man definitiv so festhalten. 2,5 Monate im Amt und bereits der erste Auftritt im Theater of Dreams für MGT bei Manchester United in der Champions League. Ein wunderschöner Abend in England, ein wunderschöner Abend in Manchester und eine wunderschöne Paarung in der UEFA Champions League zwischen diesen beiden Mannschaften. Dortmund angereist, um 3 Punkte mitzunehmen. Man United angereist ins eigene Stadion, um den BVB zu ärgern und das natürlich mit dem ehemaligen Dortmunder Henrik Mkhitaryan in der Startelf. Allerdings hat auch der BVB ordentlich aufgerüstet im Sommer und dementsprechend mit einer ganz, ganz starken Startelf hier heute angetreten, um José Mourinho und seine Elf zu ärgern. Eine Trainerlegende fast schon auf der einen Seite, eine werdende Trainerlegende auf der anderen Seite, die erste Partie in der Champions League, diese starke Gruppe mit Beşiktaş, Barcelona, United und eben Borussia Dortmund. Und ein wunderbar seriöser MGT an diesem wunderschönen Dienstagabend. Zlatan Ibrahimovic, das war der Mann, den es für die Defensive des BVB galt auszuschalten. De Gea, Valencia, Rojo, Smalling und Shaw in der Defensive. Fosu Mensah, Pogba und Carrick im Mittelfeld. Und vorne Martial, Mkhitaryan und eben Zlatan Ibrahimovic. Das ist eine Elf von Weltformat, die heute Abend auf dem Platz steht. Und natürlich auch beim BVB. Einige Spieler dabei, die man eventuell so noch nicht kennt auf der Insel und die dementsprechend gefährlich werden könnten. Unter anderem der jüngste Neuzugang des BVB und das ist ein Franzose und der stand heute das erste Mal nicht nur im Kader, sondern direkt in der Startelf. Timo Horn spielt auch in der Champions League davor, Paslak, Sokratis, Bartra und Guerrero, das heißt die zweite Garde in der Defensive, abgesehen von Sokratis, im Mittelfeld dann unter anderem Julian Weigel, Mario Götze, aber halt eben auch Corentin Tolisso, der Neuzugang von Olympique Lyon, ein sehr, sehr vielseitiger zentraler Mittelfeldspieler, der Man United ein bisschen ärgern sollte. Vorne die gewohnte Dreierreihe, nicht Pulisic, der zuletzt in der Liga so überzeugend gespielt hatte, mit dem Hattrick den Sieg gegen Leipzig herbeigeführt hatte. Nein, Dembélé, Aubameyang und André Schürrle auf der linken Seite war es wieder nur auf der Bank. Es war Marco Reus, der spielte, Schiedsrichter Jean-Daniel Lacagne aus Frankreich und damit ging die Partie los in der Champions League. Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang beim Anstoß. Natürlich eine große Aufgabe für die schwarz-gelb gekleideten Dortmunder, aber in der Anfangsphase waren die Männer aus Deutschland tatsächlich das bessere Team. Wir springen in die 13. Spielminute. David De Gea hier am Ball und der entscheidet sich für den Abwurf. Aber der ist schlecht, weil Valencia ihn nicht kontrollieren kann. Aubameyang mit dem Ball auf Dembélé, der mal die Seite gewechselt hat, der mit einem schönen Trick und dann der Flanke auf seinen Landsmann. Und das ist Corentin Tolisso. Wunderbare Annahme, klasse Schuss und De Gea muss das erste Mal eingreifen. 15 Minuten durch und die erste dicke Chance für den BVB. Klasse Technik da.
Eckstar von Corentin Tolisso. Zwei Ballberührungen und direkt diese Granate auf den Kasten. Bisschen zu unplatziert, ansonsten wäre es vielleicht noch gefährlicher gewesen für De Gea. Wir sehen hier nochmal, wie gut der Franzose das macht. Dafür haben sie ihn geholt, deswegen steht er hier im Fokus. Und es sollte mit einigen guten Aktionen von ihm und auch Dembélé weitergehen. Das waren die beiden Spieler, die am auffälligsten waren. Hier die gute Flanke und Reus mit dem Kopf. Bei Mourinho, den wir gerade kurz gesehen haben, den konnte nicht gefallen, was er bis zu diesem Zeitpunkt gesehen hatte. Und es wurde noch schlimmer. Valencia und allgemein die Defensive sehr, sehr sloppy. Mkhitaryan zurück auf Smalling. Der verliert den Ball gegen Guerrero. Guerrero im 16er, das muss es doch sein. Das 1:0, Dembélé scheitert an De Gea. 29. Minute, das muss die Führung sein für die schwarz-gelben Dortmunder, aber De Gea mit einem wunderbaren Reflex und Dembélé vielleicht ein bisschen zu sicher schon dieses Tores, hat eventuell schon den Jubel gedacht und deswegen kann De Gea diesen Ball ja tatsächlich noch mit dem Knie aus der Kiste befördern, feuert aber gleich seine Defensive an, konzentriert euch mal. Und sein Team konzentrierte sich ab jetzt und wurde offensiv ein wenig stärker. Die erste Chance direkt mal durch Michael Carrick. Richtig gefährlich, die beste des Spiels. Nach dem Schuss von Dembélé. Klasse Flanke auf der Außenbahn von Pogba. Und dann aber auch eine klasse Parade von Timo Horn mit dem linken Arm. Fischt er den Ball aus der kurzen Ecke und verhindert somit den 0:1 Rückstand für seinen BVB, seinen neuen Arbeitgeber. In der nächsten Szene, die Ecke von Mkhitaryan direkt im Anschluss, kommt in die Mitte reingeflogen. Martial das Ganze nicht gut geklärt. Fosu-Mensah zum zweiten und wieder Timo Horn. Der war jetzt richtig on fire hier in dieser Situation. Hat ja zuletzt gegen Leipzig wenig zu tun. Allerdings, wenn er gebraucht war, gut reagiert und dummerweise trotzdem Tor kassiert. Nichtsdestotrotz in der Szene hier definitiv eine starke Parade von ihm. Und es ging weiter mit Manchester United, die jetzt langsam heiß waren. Kurz vor der Halbzeit Anthony Martial außen gegen Corentin Tolisso. Beide ehemals in der League. Und dann Ibrahimovic. Auch er hat in der französischen Topliga gespielt. Aber hier scheitert er an Timo Horn, der jetzt stark aufspielte, immer besser wurde. Und diesen Ball tatsächlich irgendwie, genauso wie den Schuss von Carrick, aus dem Tor befördern konnte. Eigentlich aus 5 Metern eine sichere Geschichte für den Schweden. Aber Timo Horn zu diesem Zeitpunkt der Partie unüberwindbar. Danach war Pause im Old Trafford. Man United bis zu diesem Zeitpunkt das bessere Team, nach einer schwachen Anfangsphase gefangen. Allerdings der BVB hatte angedeutet, was für ein Potenzial in ihnen steckt. Und in der zweiten Halbzeit soll das natürlich weiter in die Tat umgesetzt werden. Zunächst einmal Wechsel beim BVB. Mario Götze geht raus. Ruben Semedo, der Neuzugang von Sporting Lissabon, kommt rein, geht auf die Innenverteidigerposition und dafür spielte dann plötzlich Paslak im zentralen Mittelfeld und Bartra auf der Rechtsverteidigerposition. Das war erstmal irrelevant. Wand, denn erstmal kam Ousmane Dembélé. Schöne Körpertäuschung und dann der Schuss aus 16 Metern 1:0. 50. Minute, der BVB geht in Führung und das nach dieser Halbzeit doch recht überraschend. Vor der Halbzeit war Man United deutlich das stärkere Team und jetzt kommt Ousmane Dembélé und zerstört mal eben den Traum im Theater of Dreams. Wunderbarer Schuss vom Franzosen mit dem starken rechten Fuß abgezogen. Ist ja beidfüßig und das zeigt er hier. De Gea ohne jegliche Chance an diesen Ball ranzukommen. Mit Innenpfosten geht die Kugel in den Kasten und wir sehen nochmal in der Wiederholung, wie klasse Dembélé das selber einleitet. Hier steigt über den Ball, wartet den Pass ab, dann die Körpertäuschung und dann der Abschluss. Da ist Rojo nicht schnell genug, um hinterher zu kommen. Und Dembélé feiert seinen ersten Treffer für Dortmund in der Champions League. Mourinho muss sich geschlagen geben, muss neidlos anerkennen, was das für ein schönes Tor war. Feuert seine Mannschaft aber an und die kam zurück und zwar über Zlatan Ibrahimovic, der hier den Ball irgendwie auf den Fuß bekommt, aber doch deutlich verzieht nach 54 gespielten Minuten. Das hätte normalerweise der Ausgleich sein können für die United. Allerdings ging es weiter mit Dortmund. Reus. Was er da macht, weiß er selber nicht, aber er ärgert sich im Nachhinein. Sehen wir vielleicht nochmal in dieser Wiederholung hier ganz kurz mit Ousmane Dembélé. Man sieht es auch im Gesichtsausdruck, den hätte er gerne anders getroffen mit dem linken Fuß. Ärgert sich und das zu Recht, denn es wäre eventuell die Vorentscheidung gewesen, aber von United kam nicht mehr viel. Die Red Devils ganz, ganz schwach in dieser Phase und Dembélé wurde immer stärker. Klasse Trick im 16er und der Abschluss, aber diesmal ist De Gea da und verhindert den zweiten Einschlag durch den Franzosen. Trotzdem wunderbar, wie er sich im Smalling rumdreht und dann der Schuss vorbei an Rojo, aber halt eben nicht am spanischen Keeper. Nichtsdestotrotz passierte nicht mehr viel in Old Trafford. Noch einmal United, 90. Minute auf dem Vormarsch, aber die Defensive des BVB, auch mit Semedo, stand unglaublich stark und deswegen gewinnt Dortmund mit 1:0 im Theater of Dreams, mit 1:0 an der Old Trafford oder im Old Trafford und beschert sich die ersten 3 Punkte in dieser doch so starken Champions League Gruppe. MGT äußerst zufrieden mit der Leistung seines Teams. Und Mourinho natürlich ein bisschen resigniert. Wichtige Punkte, Barcelona und Besiktas, die beiden anderen Gegner, da muss man auch gegen die Top-Teams Punkte mitnehmen. Und das tut der BVB. 1:0 Auswärtssieg im ersten Spiel der Champions League. Dank ihm, dank Ousmane Dembélé. Wir siegen in Old Trafford, wir
ja quasi erobern, Old Trafford, und das durch ein wunderschönes Tor von Dembele. Hätte ich nicht gedacht, dass er den so reinhaut, aber sehr, sehr geil. Die anderen Ergebnisse seht ihr hier. Wenn ihr sie sehen wollt, drückt Pause, denn ich habe nicht die Zeit, mir die anzugucken. Ein Mann für die Zukunft ist Wojciech Szlomka. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt. Ich habe kein Potenzial, ich habe mir jetzt mal gescoutet. Mal sehen, was aus dem werden wird. Wisla Krakow ist ein Pole. Passt eigentlich ganz gut zu Dortmund. Wir spielen gegen Darmstadt zu Hause und natürlich nicht mit der Elf, mit der wir gerade in der Champions League gespielt haben. Isak wird von Anfang an spielen, auf links Schürrle, auf rechts natürlich Pulisic, der auch gerne spielen möchte, hat er mir gerade nochmal mitgeteilt. Dann werden wir Mittelfeld auf der 6 mit Yannick Stark spielen, rechts dann mit Sebastian Rode und links mit Gonzalo Castro. Linksverteidiger Schmelzer, Innenverteidigung bestehend aus Semedo und Bender, rechts Piszczek und im Kasten trotzdem weiterhin Timo Horn. Das sieht, finde ich, sehr, sehr gut aus. Emre Mor bekommt keinen Einsatz jetzt gerade, weil Isak halt vorne drin steht. Aber ich denke mal, der wird schon eingewechselt werden. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Wir sind gut gestartet mittlerweile mit 4 Punkten aus 2 Spielen. Natürlich ist es bitter, dass wir das erste Spiel nicht gewinnen konnten. Aber dafür ja das zweite und jetzt hoffentlich auch das dritte. Gerade zu Hause sollte das im Normalfall kein Problem sein. Bisher hat Darmstadt beide Partien gegen Köln und gegen Frankfurt verloren. Und ich denke mal, das wird sich heute im Signal Iduna Park genauso fortsetzen. Shiplock, Gondorf, Benatira, Sam Merino, unser Leihspieler, Milošević, also definitiv eine Elf, die wir schlagen sollten mit dem Spielermaterial, das wir haben, auch wenn es halt nicht die absolute Top-Besetzung ist, aber nach 45 Minuten noch 0:0. Freunde der gepflegten Unterhaltung, hallo? Das wird ein 0:0. Das wird ein 0:0. Da passiert nichts mehr. Da passiert nämlich gar nichts. Was ist das denn? Wir gewinnen gegen Leipzig und wir gewinnen gegen Manchester United und wir schaffen es nicht, gegen Darmstadt zu gewinnen. Gegen Darmstadt. Das muss ich erstmal verarbeiten. Wir sind trotzdem Fünfter, das ist ja nicht schlecht an sich, aber nichtsdestotrotz geht das einfach nicht. Man muss doch gegen Darmstadt gewinnen. Oh Mann, ey, das ist... nicht gut für meine Nerven. Das ist die Tabelle zum Abschluss dieser Episode. Köln ist erster, Bayern zweiter, Frankfurt, Hertha und Dortmund dann auf den folgenden Plätzen. Hoffenheim ist punktgleich mit uns, genauso wie Werder Bremen. Nächste Episode geht es weiter, unter anderem mit Spielen gegen den VfW Wolfsburg und gegen, oh Gott, ich habe vergessen, gegen wen wir spielen. Auf jeden Fall noch eine relativ interessante Partie, genau, gegen Barcelona in der Champions League. Freiburg wird dann simuliert, die beiden Spiele machen wir und dann sind wir auch schon im Oktober. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Ich hoffe, diese Episode heute hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wie ihr den Transfer von Tolisso findet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Abonniert diesen Kanal kostenlos. Passt auf euch auf. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Und ciao.